Hey Leute, was geht? Heute bin ich auf Dennis Kanal und zwar werde ich heute wieder einen Prank für ihn drehen, beziehungsweise ich werde ihn pranken. Und zwar geht es darum, dass ich sagen werde, dass ich für ein Jahr oder ein halbes Jahr nach Australien gehe oder einfach ins Ausland und ich hoffe einfach, dass er es mir abkaufen wird und ich will einfach nur wissen, was seine Reaktion sein wird, ob er Schluss machen würde, ob er, weiß nicht, auch sagt, wir kriegen das hin oder ich weiß nicht, ich will einfach wissen, was er sagen würde. Lasst dem Video auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben, wenn ihr noch mehr von solchen Pranks sehen wollt, weil ich finde, Dennis hat es echt verdient, mal wieder geprankt zu werden. Also Dennis ist jetzt gerade bei McDonald's und ja, er müsste gleich wieder da sein. Ich werde die Kamera dann hier auf den Schreibtisch platzieren. Da war sie auch vorher. Das wird, glaube ich, nicht so viel auffallen. Ich werde jetzt diese Jacke hier über die Kamera machen, damit das nicht so auffällt. Huch, ich sehe nichts mehr im Bildschirm. Hallo? Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis Dennis wieder kommt von McDonald's. Ich werde mich jetzt hinsetzen, am Handy chillen. Ja, jetzt werden wir einfach abwarten. Gegessen? 11 Stück, aber ich bin so voll. Ich habe auch gerade keinen Hunger. Schatz, wir müssen was reden. Meine Tante hat mich immer gerufen. Okay. Und? Also, ich habe dir das noch nicht erzählt gehabt, weil es halt noch nicht sicher war und so und weil es halt ein Thema ist, wo man auch was nicht. Kannst du jetzt mir bitte kurz zuhören? Okay, sorry. Ich weiß nicht. Also ich habe meine Tante hat mich angerufen, dass das klar geht. Und zwar werde ich... Oh, weh, weh. Was denn? Ich werde einfach ab Dezember für ein halbes Jahr weg sein. Was? Laberst du? Ich wollte das schon immer mal machen, nach Australien ein halbes Jahr. Ja, meine Tante hat das alles organisiert. Ich verarschen? Ich schwöre. Meine Tante hat das organisiert. Schatz, ich bin erst 21, ich will noch ein bisschen die Welt sehen. Was laberst du? Ich will noch ein bisschen die Welt sehen. Hä? Vor ein paar Monaten hast du ganz was anderes gesagt, als wir darüber geredet haben. Was denn? Ja, dass sowas nicht mehr in Frage kommt. Warst du ein Jahr oder ein halbes Jahr in Amerika? Was ist los mit dir? Wir sind jetzt Australien. Was? Wir sind zusammen? Ja, aber wir schaffen das doch. Wir schaffen doch sonst ein auch alles. Jahr. Ja. Ich bin im Sommer wieder da. Was laberst du? Niemals. Machst du nicht. Ich höre, das machst du nicht. Das machst du nicht. Das ist aber schon alles geplant. Machst du nicht. Das ist schon geplant. Wenn du mich liebst, machst du das nicht. Ich schwöre. Ich liebe dich, aber es ist alles schon geplant. Machst du nicht. Ich schwöre, du machst es nicht. Niemals. Das stimmt, soll ich mein Vater jetzt anders sagen? Dass du darüber nachdenkst? Was du nachdenkst? Es steht schon, dass ich Dezember gehe. Es steht schon. Ja. Sie hat doch schon alles bezahlt mit der Organisation. Irgendwas mir darüber zu erzählen. Was ist los mit dir? Ja, weil das nicht so ein Thema ist, wo man... Weiß ich nicht. Was? Ich bin ein halbes Jahr. Was für nur ein halbes Jahr? Das ist scheiße, 6 Monate. Was? Was? Wir schaffen es. Wir werden immer FaceTime. Wir werden immer telefonieren, alles. Du kannst mich auch mal besuchen kommen. Was denn? Glaubst du mir nicht? Wieso lachst du jetzt? Ich glaub das nicht. Wie, du glaubst das nicht? Okay, ich mach Schluss. Machst du eh nicht? Ich mach jetzt Schluss. Nein, musst du eh nicht. Nee, musst du nicht. Das kommt gar nicht in Frage, dass Schluss ist. Ich hab die Kamera schon gesehen. Und ich konnte nicht durchziehen.
nicht mal T-Shirts waschen, aber es hat nicht geklappt. Guck mal, was so ist! Du! Guck mal, ich hab die Kamera, sie steht da einfach! Ich sehe das Mikrofon drauf! Sie tut so, ihre Jacke da drauf. Was? Das ist ein kann ich nicht verarschen? Ich hab's kurz geglaubt, ich schwöre. Oh, Baby, ich bin niemand. Ich dachte schon, was? Kurz schon mein Tag, mein ganz alles ruiniert, dachte ich schon so. Dein Tag? Nein. Ich dachte, sie macht jetzt alles kaputt. So dachte ich jetzt gerade. Oh. Aber danke für die Nuggets. Scheiß Arsch, so. Das kriegst du zurück. Niemals. Oh doch, Freunde! Hast du das richtig gefilmt? Ich denke. Oh nein, wehe, wenn du jetzt nicht gefilmt. Okay, doch, ich dachte schon. Hättest du jetzt nicht gefilmt, das wäre echt traurig dann. Hä? Ist gesund? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Guck mal. Oh. Oh. Ha, Freunde, meine Freundin hat mich versucht zu pranken, aber es nicht richtig hinbekommen. Hab's doch ein bisschen geschafft. Okay, doch, eigentlich schon. Ich hab trotzdem die Kamera gesehen. Ho. Ich frag mich, wie das hier gerade wohl aussieht. Ich weiß nicht, ob ich richtig gefilmt habe am Anfang. Nee? Ich weiß nicht, wie diese Kamera geht. Oh. Auf jeden Fall, Freunde, hast du auch Intro und so alles gemacht? Ist das Mikro an? Ja, ist an. Auf jeden Fall, Freunde, wenn euch der Prank von meiner Freundin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ist zwar nicht so ganz richtig gelaufen, dachte sie wohl, sie kann mich komplett rumkriegen damit, mit dieser Verarschung hier, aber nicht mit mir. Diesmal bin ich gut dahinter gekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video, Freunde. Haut rein, euer Dennis und Cindy. Und ciao!